Also ganz herzlichen Dank, lieber Herr Drexler, für die freundlichen Worte. Meine Herren Präsidenten, sehr geehrte Abgeordnetinnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich betreibe Wissenschaft nicht um der bloßen Erkenntnis willen, sondern um eine Brücke schlagen zu können zwischen dem Schicksal der Menschen und ihren Fähigkeiten zur Umgestaltung ihrer Lebenswelten. Ich glaube, das ist auch die Grundidee von Sport. Man will seine Verantwortung gegen seinen Körper wahrnehmen. Nun, ich habe heute das Thema, das viele von Ihnen in der Familie kennen, das Thema, das uns alle erwischt. Wir müssen nur alt genug werden. Ich glaube, wenn man 150 wird, haben wir alle Alzheimer. Gott sei Dank wären wir noch nicht 150. Aber ich bringe heute gute Nachrichten, dass wir doch sehr, sehr viel gestalten können und dass Alzheimer den Rückwärtsgang eingelegt hat. Und das hat sehr, sehr viel mit dem Thema Bewegung und Motivation zu tun. Die Alzheimer-Krankheit ist mit 1,3 Millionen Patienten die Hauptursache für Demenz in Deutschland. Wir haben bis vor 2 oder 3 Jahren 900 Neuerkrankungen pro Tag gehabt. Wir haben jetzt weniger. Die Kosten liegen irgendwo zwischen 27 und 41 Millionen pro Tag. Das hängt davon ab, ob die Patienten Medikamente bekommen oder nicht. Nun, Demenz ist ein Überbegriff, so wie Krebs ein Überbegriff ist, und Demenz ist nichts anderes als der Verlust geistiger Fähigkeit, das, was Sie sich erworben haben in der Schule, im Leben, im Mitmenschenkontakt. Die Nervenzellkontakte, die Nervenzellenverbindungen gehen verloren und sie haben dann eben nicht mehr die Fähigkeit, sich Neues zu merken. Sie haben auch kein Zugang mehr zur Scheune der Erinnerung ohne Hilfe. Demenz bedeutet auch, dass ein erkrankter Patient mit Demenz nie geheilt werden kann. Es sei denn, wir bringen neue Nervenzellen hinein. Nun, wir kennen heute sehr genau die Ursachen von Alzheimer, da gibt es Eiweißablagerungen. Sie sehen unten da so verschiedene braune Flecken, das sind Eiweißablagerungen, die Sie in dem Gehirngewebe sehen. Dann sieht man so einen Schlauch ähnlich mit zwei Löchern, das sind die Blutgefäße, die auch diese Eiweißablagerungen haben. Obwohl bis zu 90% der Nervenzellen untergegangen sind und obwohl der Krankheitsprozess 30 Jahre dauert, machen diese Eiweißablagerungen sehr, sehr wenig aus, sind gerade mal 4 Milligramm, die da im Gehirngewebe liegen, und in den Blutgefäßen haben wir so eine Größenordnung von 12 Milligramm. Das Problem ist nicht so sehr groß. Wir müssen nur Möglichkeiten finden, diesen Prozess zu verlangsamen. 30 Jahre, alle 5 Jahre Lebenszunahme nimmt das Risiko bei Alzheimer-Erkrankten zu. Herr Drexler, Sie haben halb so großes Risiko wie ich. 5 Jahre jünger. Bleiben Sie jünger. Dann trennt uns das in einem positiven Sinne. 30 Jahre Krankheitsvorbereitungsphase und dann kommt eben diese Symptome und dann sprechen wir das Urteil Alzheimer-Krankheit aus. Unser Traum ist, diese 30 Jahre zu 40 Jahren zu machen, und ich werde Ihnen sagen, dass wir nahe dran sind, das mit Sport zu erreichen. Nun, wir haben auch von der AOK jetzt Daten, die uns sagen, wenn man über 90 ist, das ist diese rote Kurve da, die dann diese 100-Linie durchschneidet, dann haben wir als 90-Jähriger jedes Jahr ein 10%iges Risiko zu erkranken. Das heißt also, ein 95er, da sind nur noch die Hälfte da, die anderen haben alle Alzheimer nicht. Und ab 100 ist es ganz nah dran, also kein Alzheimer zu haben, mit 100 ist die Ausnahme. 1,6 Millionen Menschen mit Demenz, in Deutschland, davon etwa 80%, 1,3 Millionen mit Alzheimer-Krankheit. Nun, die gute Nachricht jetzt, bevor ich zum Sport komme, weil diese gute Nachricht was zu tun hat mit dem Argument, warum Sport so wichtig ist zur Prävention von Alzheimer. Alzheimer befindet sich im Rückwärtsgang. In Rotterdam hat man festgestellt, dass in den vergangenen 2 Jahren die Neuerkrankung um ein Viertel gesunken ist. In Schweden ist sogar um 30% gesunken. Die Schweden sind ja auch besser, die nehmen ja auch mehr Flüchtlinge auf, nicht? Die schlagen uns auf vielen Ebenen, aber es ist ein teures Land. Und nach einer aktuellen Untersuchung fehlen in England 200.000 Demenzkranke
im Jahre 2011, denn 1991 hatte man vorhergesagt 800.000, sind aber nur 600.000. Nun, für uns hier in Deutschland heißt das natürlich, dass die Zahl der Neuerkrankungen jetzt von 820 auf 620 pro Tag zurückgegangen ist. Gigantisch, ist wunderbar, die Zahlen werden gerade publiziert. In Europa haben wir einen Rückgang zwischen 22% und 24%, das hängt ein bisschen ab von der Ernährung und der Bewegung. Aber was wir mit großer Traurigkeit feststellen, ist, dass die Gesamtzahl an erkrankten Patienten nicht abnimmt, weil die Ärzte denen das Überleben ermöglichen. Jeder Fortschritt hat zwei Seiten. Kein Freud ohne Leid. Hier sehen wir es ganz besonders. Also wir müssen uns weiterhin sehr anstrengen. Nun, die Abnahme der Neuerkrankung bedeutet, dass wir für Prävention und Rehabilitation eine große Chance haben und selbst bei einer der komplexen Erkrankungen mittlerweile als Todesursache an fünfter Stelle liegen, etwas tun können. Aber wir müssen rechtzeitig reingehen. Und die Kinder, werde ich ganz am Ende sagen, sollten schon anfangen. Die Kinder sollten schon anfangen. Wenn Sie heute Kinder haben mit einem IQ im Lebensalter von 11 Jahren, einen hohen IQ haben, dann finden Sie die nicht wieder bei den Alzheimer-Patienten. Die kriegen auch keinen Krebs, die kriegen auch keine Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wer sehr interessiert als Kind ist, der bewegt sich auch, der lernt auch besser und der ist geschützt vor den meisten chronischen Krankheiten. Nun, es wird vermutet, dass der Rückgang der Neuerkrankung bei Alzheimer auf eine Erhöhung der kardiovaskulären Fitness, die haben eine bessere Durchblutung des Gehirns, sie haben 650 Kilometer Blutgefäße, sie müssen mindestens siebenmal nach Heidelberg laufen, um diese ganzen Blutgefäße zu durchlaufen, die müssen jeden Tag putzen, die müssen alle funktionieren. Jede Nervenzelle braucht sehr viel Energie, etwa 25%, das wir pro Tag verbrennen wir im Gehirn, 1,5 Kilo, und ist 20 Mal mehr, als eigentlich so ein Organ dürfte. Und da entstehen natürlich viele Schlacken. Wir müssen schauen, dass unser Bewegungssystem optimiert wird, unser Blutgefäßsystem davon profitiert und wir permanent unser Blutgefäß im Gehirn putzen. Nun, was wir jetzt wissen, ist, dass offensichtlich die Menschen sich auch geändert haben. In den letzten 23 Jahren, begonnen 1980, hat man schwedische Frauen untersucht, die waren damals zwischen 45 und 54. Und was man bei denen feststellt, ist, dass bei den Schlanken, die Sie links sehen, Body Mass Index 25, in der Mitte sind die Leute wie ich, die ein bisschen was an Reserve mitbringen, weil man will ja auch nicht sofort sterben, wenn man einen Infekt hat oder mal 40 Grad Fieber hat. Und dann kommen die Dicken. Und wenn Sie da anschauen, diese grün eingekreisten Aktivitäten, die körperliche Aktivität, die haben sich verbessert. Wenn es nach oben geht, verbessert. Bei allen, bei den Schlanken, bei den Mittelschlanken und bei den nicht so Schlanken. Genauso auch das Blutcholesterin. Der Blutdruck ist ebenfalls verbessert und das Rauchen hat eben leider bei den Dicken nicht abgenommen, aber bei den Dünnen abgenommen. Rauchen ist ein großer Risikofaktor. Also im Großen und Ganzen sieht alles gut aus. Bei den Holländern hat man festgestellt, die machen gar nicht mehr Bewegung, aber sie nehmen mehr Blutdrucksenkungsmittel, die nehmen mehr Diuretika. Die schlucken halt mehr Medikamente, ein bisschen teurer, aber so sind nun mal die Holländer, wir kennen sie ja. So, jetzt kommen wir zu den Risikofaktoren. Die vererbte Form der Alzheimer-Krankheit, die Menschen, schon 16-Jährige, in die Krankheit zwingt und den Tod herbeizwingt, ist sehr selten. Weniger als 3%. Etwa jeder zweite Alzheimer-Patient hat irgendwas von seinen Eltern mitgekriegt, was nicht ganz so gut ist. Und etwa 50% haben Ursachen, die beseitigbar sind. Umweltfaktoren und Ernährung. Umweltfaktoren, dazu gehört eben die körperliche Aktivität und die Ernährung. Jetzt, wenn wir auf die modifizierbaren Risikofaktoren, die mit Sport etwas zu tun haben, kommen wir auf etwa 30%. Ernährung macht ungefähr 20% des Risikos aus. Nun, wie sieht es aus? Die körperliche Aktivität, wenn Sie ein Couchspieler sind, wir haben ja vom Herrn Präsidenten den Ausdruck schon gehört, das Risiko etwa verdoppelt.
Und diese körperliche Aktivität hat Schnittmengen mit Depression, mit Bluthochdruck, mit Übergewicht, mit Rauchen, mit geistiger Inaktivität und Diabetes. Deshalb ist dieses Risiko am Gesamtrisiko nur mit der Hälfte beteiligt. Wenn wir uns körperliche Aktivität anschauen und jetzt diesen Alzheimer-Prozess anschauen, dann kommt heraus, das ist diese blaue Linie hier, dass die Leute, die sich zwischen 7,5 Stunden und 18 Stunden in der Woche bewegen, das sind die Ablagerungen im Gehirn. Und hier sind die Ablagerungen, wie wir sie in den toten Gehirn sehen. Das ist ein lebendiger Mensch, in dem wir die Ablagerungen anfärben können. Wenn Sie sich sehr viel bewegen, ja, haben Sie kaum Ablagerungen. Das ist hier unten, Entschuldigung. Das ist hier unten, ist die Menge der Ablagerungen. Diejenigen, die sich wirklich sehr wenig bewegen, und wenig ist bereits 6 Stunden pro Woche. Nicht? Also Sie müssen sich wirklich anstrengen. Sie müssen sich wirklich anstrengen. Die haben bereits entweder schon Alzheimer oder sind auf dem Weg zu Alzheimer. Das Interessante ist, hier ist einer, der hat einen Erbdefekt, der wird eigentlich normalerweise 10 Jahre früher erkranken, aber der ist frei von diesen Ablagerungen, weil er sich ordentlich bewegt. Nun ungefähr, wenn Sie jetzt mal anschauen, wie muss ich mich bewegen, soll ich mich als Schaufensterbummler bewegen oder soll ich mal richtig mich zum Schwitzen bringen und meinen Atem ein bisschen aktivieren, und dann sehen Sie, dass diese normale Bewegung etwa 3 Stunden pro Woche eine 26-prozentige Reduktion des Risikos an Demenz zu sterben. Das kann man gut messen. Wissen Sie, man kann das schlecht messen, wie so eine Demenz fortschreitet. Man kann nur messen, was ist eigentlich der Bezug in Bezug auf das Sterben. Und 50% Reduktion, wenn man sich richtig ordentlich bewegt, wie wir hier Homer sehen, der wirklich zum Schwitzen kommt und nach Luft ringt. Nun, wann wird es wirklich kritisch, wann sollten wir etwas tun? Es gibt eine neue Krankheitsdefinition, die heißt motorisch-kognitives Risikosyndrom. Wenn Sie also eine Stoppuhr nehmen oder auf einem dieser Laufbänder laufen und messen, in wie viel Zentimeter Sie pro Sekunde gehen. Sie sollten irgendwas um 1 Meter pro Sekunde gehen. Bei den Menschen, die nur 50 Zentimeter pro Sekunde gehen, sehen wir schon ein 26-fach erhöhtes Risiko an Demenz zu erkranken, als diejenigen, die gesund sind und diese 85 Zentimeter, wie hier der Durchschnitt war, oder diesen 1 Meter gehen. Sehr, sehr wichtig, wenn Sie jetzt hingehen und versuchen, während Sie sich bewegen, auch eine geistige Aufgabe zu lösen und dabei stehen bleiben müssen, stops walking when talking or stops walking when thinking, ist Alzheimer nicht weit weg. Dann sollten Sie wirklich anfangen, sich intensiv Gedanken zu machen über Bewegen. Bei den Italienern geht es natürlich nicht. Wenn denen Sie eine Frage stellen, dann fangen die an, hier diesen zu machen und laufen. Und alle 3 Dinge geht nicht. Es geht immer nur 2 Dinge. Aber bei unseren Bürgern ist es schon so, ich erlebe das bei sehr vielen Menschen mit Verdacht auf Alzheimer, wenn ich mit denen spazieren gehe oder mit denen gehe und dann den Test mache, stelle ihnen eine Frage, bleiben die stehen. Kennen Sie alle. Gut, Bewegung und Gedächtnis. Was hat Bewegung eigentlich mit Gedächtnis zu tun? Das ist ganz einfach. Wenn Sie sich bewegen, jede Art Bewegung, wir werden gleich die Bewegung kennenlernen, die als in einer kontrollierten Studie benutzt wird. Wenn Sie sich bewegen, entsteht Nervenwachstumsfaktor in Ihrem Blut und im Gehirn. Warum? Wenn Sie sich bewegen, entsteht neuer Muskel. Der neue Muskel muss ans Gehirn angehängt werden. Und das macht eben dieser Nervenwachstumsfaktor. Er hängt sowohl den Muskel an die neuromuskuläre Verbindung, wie auch den Muskel ans Gehirn im Kortex. Also Bewegen ist eigentlich Gehirnarbeit, es gibt neue Nervenzirkulationen. Wird Bewegen mit Lernen kombiniert, Doppeltätigkeit. Wenn Sie mit einem Freund laufen, und wir haben ja gehört, Sport macht man am besten zusammen, müssen Sie sich geistig betätigen. Und dann wird auch in anderen Bereichen des Gehirns BDNF gemacht und auch da wird dann etwas Neues hinzukommen. So, zu den erblichen Risikofaktoren. Etwa 50% unserer deutschen Alzheimer-Patienten haben ein Cholesterinproblem und erkranken 10 Jahre früher, obwohl nur jeder 6. Bürger das Problem hat. Das heißt ApoE4.
Nun, bei diesen Menschen mit ApoE4, die 10 Jahre früher erkranken, wird das Risiko durch intensive Bewegung auf 0 runtergefahren, verglichen mit Kontrollen. Und auch hier glauben wir, dass die Blutungssenkung die große Rolle spielt, wenn man nämlich Menschen mit dieser erblichen Veranlagung ApoE4, wenn die im mittleren Lebensalter ihren Blutdruck senken, haben sie den gleichen Effekt wie durch intensive Bewegung. Sie erkranken nicht früher. Eine sehr, sehr gute Nachricht, sehr wichtige Nachricht. Nun jetzt, ich habe bisher nur Beobachtungsergebnisse, Korrelationen geschildert, die keinerlei Beweis da sind. Und es gibt tatsächlich eine Studie, die eben Sport, den Alkohol denken Sie mal weg, Alkohol hat was mit Lebensqualität zu tun, nicht, ist kein Medikament, ist auch gelegentlich eine Gefahr, wenn Sie es nicht schaffen, 1 oder 2 Tage in der Woche keinen Alkohol zu trinken. Es gibt also eine Studie, eine sehr neue Studie aus diesem Jahr, bei der 1260 Frauen und Männer zwischen 60 und 77 ein Programm durchlaufen haben in Finnland, gesunde Ernährung, das ist im Wesentlichen die mediterrane Ernährung. Die mediterrane Ernährung ist nicht das, was die Italiener oder Griechen essen, sondern das, was die Herzspezialisten sich ausgedacht haben. Das ist ein völliges Kunstprodukt. In Italien, in Griechenland, in der Türkei gibt es genauso viele Alzheimer-Patienten wie bei uns, alterskorreliert. Bewegung, Kognitionstraining am Computer, Überwachung vaskulärer Risiken, Durchblutungsprobleme. Dieses Studium, hier wurden 8 der wichtigsten Muskelgruppen, für Sie ist das trivial, aber es ist, glaube ich, gut, wenn man sich nochmal klar macht, es sind die Kniebeuge und Strecke, es sind die Bauch- und Rückenmuskeln, es ist die Rotation, es ist Muskeln des oberen Rückens und der Arme, Bankdrücken für die Beinmuskeln und dann auf einem Bein stehen. Wenn Sie keine 10 Sekunden auf einem Bein stehen können, ist das Risiko, dass Sie ins Pflegeheim eingewiesen wird, nicht sehr gering. Es ist sehr, sehr hoch. In 2 bis 3 Jahren sind Sie im Pflegeheim, wenn Sie auf einem Bein mit offenen Augen stehen können. Gut. Bei der Ernährung wurde bei dieser finnischen Studie beachtet, dass die Erhöhung des Body Mass Index um einen Punkt von 25 nach 26 bewirkt, dass Sie 6,7 Monate früher die Symptome der Alzheimer-Krankheit kriegen. Also wenn Sie 25 auf 30 gehen, dann sind das schon ein paar Jahre. Und was die Finnen da bei ihrer Fingerstudie ausprobiert haben, waren viel Obst und Gemüse, Vollkornprodukte, kennen Sie alles, fettarme Milch- und Fleischprodukte, weniger als 50 Gramm Zucker pro Tag, Margarine und Rapsöl, mindestens 2 Mal in der Woche Fisch, alles bekannt. Und das kognitive Training war ein computergestütztes kognitives Gedächtnistraining. Da wurden ihnen ein paar Worte aufgezeigt und die mussten sie relativ schnell wiederholen. Das hat die Geschwindigkeit. Und dann wurde ihnen gezeigt, ein roter Block, da stand grün drin. Also da stand rot drin in grün. Dann mussten sie sagen, das ist rot. Mussten sie also die Farbe benennen, obwohl sie grün angezeigt war. Und auf diese Weise 3-mal wöchentlich, 10 bis 15 Minuten. Und dann gab es eben noch Gruppensitzungen, wo man sich gegenseitig abgefragt hat. Das Ergebnis, etwa 7,5 Jahre Verzögerung des Krankheitsbeginns, 25% höhere allgemeine geistige Fitness durch diese körperlich-geistige Aktivität, durch diese Ernährung. Beim Exekutivfunktion, also strukturiert zu denken, Unterschied bei 83% zu Kontrollen und bei der Verarbeitungsgeschwindigkeit, wie schnell ich etwas wiederherbringe, 105%, das ist gigantisch. Ich glaube, wir können sehr, sehr froh sein, dass wir jetzt die erste kontrollierte Studie haben, die wie eine Medikamentenstudie und sagt, so ist es richtig. Und jetzt ganz kurz noch 2 Dias. Was ist, wenn wir einen Patienten haben, einen Menschen haben, mit Alzheimer-Krankheit? Nun, ich denke, Hauptziel ist nicht der Kampf gegen die Krankheit, wenn die Demenz da ist, sondern Hilfe zum Leben mit der Krankheit, bestmögliche Lebensqualität für den Patienten, Unterstützung, Schulung und Begleitung der Angehörigen. Der Blick in die Zukunft sieht aber nicht schlecht aus. Wir werden auch gegen Patienten, die in den Frühstadien der Krankheit sind, wahrscheinlich in den nächsten 10 Jahren eine Impfung bekommen. Das sieht sehr, sehr gut aus. Wir müssen da warten, weil die Studien mit 150 Patienten natürlich nicht verallgemeinert werden können. Das Schöne ist, dass man heute Abwehrstoffe, Antikörper aus 90-jährig isoliert haben, die kein Alzheimer haben, die auch keinen kognitiven Abbau haben.
Die kann man heute technisch zu Medikamenten machen. Impfung hat gezeigt, dass Alzheimer bei 50 Patienten gestoppt wurde in seinem Verlauf. Es sieht gut aus. Es wird sehr, sehr teuer werden. Aber wir haben die Versicherung gesagt, wir werden das zahlen. Nun zum Schluss, Altern ohne Alzheimer. Kindergarten und Schule, Aufklärung und Kontakt, Bewegung der Kinder, Schulung der Kinder. Hoher IQ mit 11 Jahren ist der größte Protektor für Alzheimer. Ab 40 Prävention, unter 40, wenn Sie nicht ein vererbter Fall sind, können Sie machen, was Sie wollen. Da haben Sie Gesundheitserwartung nach dem 40. Lebensjahr. Müssen Sie schauen, dass Sie diese Risikofaktoren in der Weise, wie sie bei Ihnen sind, reduzieren. Und in Zukunft, wenn die Diagnose dann da ist, wird es dann die Therapie geben. Im Augenblick empfehlen wir keine Diagnose, weil es keine Therapie gibt. Aber wir empfehlen den Ärzten, den Menschen ab dem 40. Lebensjahr die Schwachstellen in Bezug auf körperliche Aktivität, Depression, Bluthochdruck, Übergewicht, Rauchen, geistige Inaktivität, Diabetes aufzuschreiben und den Patienten, den Bürger zu helfen, hier segensreich, schützend, präventiv sich zu betätigen. Vielen Dank.